Hallo zusammen, hier ist euer Jörg Langer, euer Taschenfreak und euer Stativfreak. Ich habe mir von Manfrotto Lowe Pro Gizzo zwei Produkte schicken lassen, die mich sehr, sehr interessieren und die ich in den nächsten Wochen, Monaten auch intensiv testen möchte und testen werde. Das ist zum einen der Lowe Pro Protectic Backpack 450 AW2. Über den wurde schon viel gesprochen. Den hatte ich auch in meinem großen Rucksackvergleich schon mit enthalten. Möchte ihn aber selbst euch nochmal vorstellen, denn ich selbst habe noch kein Video dazu gemacht. Und es ist der Gizzo Traveler der Serie 2. Da tue ich mir mit dem Produktnamen etwas schwer. Das ist das Kit GK2545T82QD. Macht total Sinn, solche Produktnamen. Das ist das Traveler-Kit aus dem Stativ GT2545T und dem Kopf GH1382QD. Was ein Glück, müsst ihr euch das alles nicht merken. Ich auch nicht. Ich kann es ja nachher wieder abschreiben und schreibe es euch unter das Video oder auch in den dazugehörenden Blogbeitrag. Dieser Blogbeitrag wird sowohl auf Stativfreak als auch auf Taschenfreak erscheinen, weil er beide Produkte beinhaltet. Fangen wir mit dem Rucksack an. Der Protectic erkennt man schon an diesem System, das kennt man aus dem Militär, wo hier ganz viele Schlaufen dran sind, an die man etwas anbringen kann. Der sieht etwas militant aus, aber gar nicht so arg schlimm, da er durch sein dezentes Schwarz recht dezent gemacht ist. Was zeichnet diesen Rucksack aus? Nun, zum einen, er ist sehr robust. Er hat hier oben sogar eine harte, geschützte Form. Er ist handgepäcktauglich bei den meisten Airlines. Das ist ja immer abhängig auch davon, wie viel Gewicht ihr reinpackt. Von der Größe her auf jeden Fall. Und er hat extrem viele Kamerazugriffe. Und zwar auf beiden Seiten habt ihr einen Schnellzugriff. Ihr könnt eure Kamera hier hineinpacken. Ihr könnt von der anderen Seite dran. Ihr könnt natürlich auch durchgreifen, wenn ihr das möchtet, je nachdem, wie ihr ihn innen drinnen einrichtet. Ihr habt ein Deckelfach, ich nenne es jetzt mal so, das hier, wo ist der Falzverschluss? Hier, das ihr so öffnen könnt und auch hier an eine Kamera oder an Zubehör, über das es noch zu berichten gilt, reinstecken können. Auch hier oben ist Platz für Kamera, Notebook, Tablet etc. pp. Das packen wir alles nach hinten. Er hat natürlich auch ein großes Zugriff oder eine große Zugriffsmöglichkeit über den Rücken. Und ihr seht, wie schön die Reißverschlüsse gehen. Überall sind auch diese Griffmulden mit Stoff und Gummifarn schön gelöst. Und über dieses Fach kommt ihr an das komplette Innenleben ran. Wie beim Whistler 450, den ich euch ja auch vorgestellt habe, den ich übrigens auch immer noch super top finde, hat er auch diese orangenen Trenner. Zum einen, dass man das farblich ein bisschen unterscheiden kann, in die man aber auch hier zum Beispiel seinen Objektivdeckel, einen Akku, ein Filterchen, was auch immer reinstecken kann. Ich werde ihn in Ruhe mal packen und zeige euch dann später Fotos davon. Da will ich euch jetzt im Video auch nicht langweilen, damit es nicht unendlich lang wird. Wie hier hoffentlich alles das, was ich auf die nächste Reise, jetzt Mitte Mai beispielsweise, geht's ganz kurz nach Norwegen. Da will ich euch zeigen, was ich so hier alles reinpacke. Wir haben ein Notebook-Fach, das übrigens in dem Fall, und das finde ich sehr, sehr gut, das haben andere leider nicht, oben einen Reißverschluss hat, so dass das Notebook, wenn man den Deckel aufmacht, nicht gleich rausschlittert und irgendwo liegt. Das heißt, wir haben hier schön Platz und haben das Ganze relativ sicher. Durch die unter den Gummilaschen hier befindlichen Reißverschlüsse kann auch euer Equipment nicht verkratzen. Das sind Netzfächer aus so, das ist richtig durchgehendes Kunststoff, so dass ihr aber seht, was ihr hier drin habt. Das ist sehr schön gemacht. Machen wir den Rucksack zu. Was ihr auch wisst von meinen anderen Videos, wo ich sehr gerne drauf achte, ist der Hüftgurt abnehmbar? Oder ist der fest, so dass er immer mit rumbambelt, auch wenn man ihn vielleicht gar nicht nutzen möchte? Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so ist bei dem Lowe Pro, das ist sehr fest, der Klett. Also ich zerreiße hier nicht, sondern ich öffne nur gerade einen Klett. Da muss er durchfassen. Moment, ich habe es auch gleich. Sitzt da wirklich sehr streng, aber das ist ja auch gut, er soll ja auch fest sitzen, wenn man ihn denn nutzen möchte. Aber wenn man ihn, wie ich, nicht nutzen möchte, kann man ihn herausziehen. Ich lege ihn jetzt mal irgendwo zur Seite. Und damit ist der Rucksack noch schlanker und smarter, gerade für den Check-in. Selbst wenn ihr den Hüftgurt benutzen wollt, im Urlaub, auf Reisen, auf Fototour,
packt ihn in den normalen Koffer zu eurem Gepäck. Der Rucksack selbst sieht viel unauffälliger und er sieht viel leichter aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euer Handgepäck wiegen müsst und dementsprechend zahlen oder dann in richtig Stress kommt, habt ihr nicht. Zusätzlich kommt ihr jetzt besser an das Drolliband ran, hier am Rücken, so dass ihr den über euren Remover oder über euren Reisekoffer einfach drüber stülpen könnt. Der Rücken ist dadurch auch belüftet. Hier finden wir Netz und darunter ein, ja, was ist das? Gummi. Ein Material, das auch nochmal belüftet ist, so dass er leichter wird, denn er ist auch wirklich nicht sehr schwer und dass der Rücken gut belüftet wird. Was finden wir am Bodenfach? Am Bodenfach finden wir ein Allwetter-Cover, das lasse ich jetzt mal drinnen, das ist hier unter dem Klettverschluss versteckt und verbaut, so dass ihr es drüber ziehen könnt, wie so eine Duschhaube. Und ihr findet sehr dezent, aber sehr wichtig, einen Handgriff. Und das sind ja die Themen, ihr wisst das schon von meinen Videos, wo ich sehr drauf achte, Handgriffe. Ein Rucksack muss oben einen Handgriff haben, dass man ihn eben schnell auch mal so irgendwo hinstecken kann, dass man ihn irgendwo oben in ein Fach legen kann, in den Kofferraum, auf dem Sitz. Wenn er natürlich an der Unterseite auch noch einen Griff hat, ist das noch viel leichter, das Ding irgendwo entsprechend oben reinzustecken, weil wir ja zwei Griffe haben. Man hebt ihn auch, wenn er geöffnet ist, so mal schnell von A nach B, ohne dass irgendwie was rauspurzelt, wenn man ihn nur so nimmt. Kurze Vorstellung dazu, ich werde den Rucksack etliche Monate behalten und auch benutzen. Das ist hiermit die Message für Love Pro. Dankeschön. Trifft auf das Stativ auch zu. Bleibt bei mir. Werde ich lange testen und euch sicherlich noch öfter mal vorstellen. Auch mit einem entsprechenden Langzeitbericht. Möchte ja nicht nur die Dinger hier für euch mal kurz raushauen und weg, sondern die Sachen, die mir persönlich gefallen, an denen ich auch einen Sinn sehe, wie diese beiden Produkte, die möchte ich euch lange und kontinuierlich auch zeigen, damit ihr auch seht, meint er das ernst? Und ich glaube, dass ich das bei dem 450 hier ernst meine. Ich werde ihn jetzt in Ruhe mal packen, außerhalb des Videos, und euch entsprechende Fotos dann auch einblenden und auch in den Blogbeitrag noch einige Hinweise mitliefern. Bevor wir mit der Tasche zu Ende sind, lasst uns mal schauen, was wir in diesem Täschchen hier finden. Also wir finden hier erstmal ein Zubehörtäschchen, was irgendwie an den Rücken kann, was wahrscheinlich aber auch hier in dieses Mole-System oder wie es sich nennt, hier eingeklinkt werden kann. Das schaut schon mal ganz gut aus. Wenn man es jetzt noch richtig rum machen würde, würde es noch besser aussehen, weil es natürlich so rum sein sollte. Das passt in dem Fall sogar durch zwei durch, muss aber nicht. So, und was ist denn da drin? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich packe es jetzt das erste Mal aus. Hier finden wir A oder B Schlaufen, die ich befestigen kann, die ich mit Sicherheit hier in diesem System einklinken kann. Beispielsweise da und da und hier und dort, um mein Stativ. Hoppala, das ist ja der super Vorführeffekt. Moment. Wir kommen noch nicht zum Stativ, es hat's eilig, dass ich das entsprechend hier dran stecken kann oder hängen kann. Also hier die Schlaufen, die ich in diesem Mole-System, wo auch immer, an der Seite, oben, rechts, links, hier verstecken kann. Ich finde hier auch für dieses Mole-System einen Stativ-Fuß-Pömpel, den ich wahrscheinlich unten hin mache, dass hier ein Stativ reinkommt, dass es nicht nur an den Schlaufen hängt, sondern irgendwo hier unten stabil steht. Und ich finde noch eine... Das ist wahrscheinlich so eine Art Getränke- oder ein Leckerli-Beutel für die Hundebesitzer. Die werden diese Form schon kennen. Schön an Gürtel. Da, ja, was ein braves Pfiffi. Nein, in dem Fall ist es, glaube ich, eher für eine Flasche oder andere Utensilien oder auch mal schnell ein Objektiv, was hier reinkommt, wo man das entsprechend dann zuzieht und das hier an die Seite dran macht. Das wird mitgeliefert. Das habe jetzt nicht ich geschickt bekommen, weil ich so lieber netter Kerl mit der orangenen Jacke bin, sondern das ist Lieferumfang von dem ProTactic BP450. Viereckige Zubehörtasche, hier passt zum Beispiel gut das Smartphone oder der DJI Osmo rein, hier passen Akkus rein. Schöne Geschichte, mal schnell irgendwo an die Seite dran gemacht und eben die Schlaufen, die jetzt beide auf dem Boden liegen, wo ihr euer Stativ festmachen könnt. Zusätzlich, und das hatte ich euch noch nicht gezeigt, haben wir natürlich auch Seitentaschen, auch hier mit dem Schlüsselhaken, die sich auch schön durch die Dehnfuge, das war der zweite Gurt, hier erweitern lassen, also Handy, Smartphone, Geldbeutel, was auch immer hier, Snickers, was ihr hier reinpacken möchtet. Und auf der anderen Seite dasselbe System, nochmal nur hier ohne den Schlüsselhaken. Also das ist ein wirklich sehr vielseitiges und ich finde sehr unauffällig daherkommendes, denkt euch jetzt die Schilder mal weg, sehr unauffällig daherkommendes Produkt, was einen guten Eindruck macht. Die Gurte gehen nach oben weg, hängen übrigens am Rücken, nicht am Deckel.
sondern hängen oben am Rücken. Deswegen macht man sie in der Regel zum Öffnen so nach hinten, dass man an das volle Fach kommt. Das heißt, das Gestell hängt nicht am Reißverschluss, sondern am Korpus des Rucksacks. Der eine mag so, der andere mag so. Wie ihr meint, ich finde es eigentlich ganz gut gelöst, aber solange es hält, ist mir auch egal, wo es festgemacht ist. Aber das sieht sehr gut aus und es liegt sehr nah an. Das ist auch sehr wichtig, gerade beim Check-in. Ihr wisst, es muss nach 6 oder 8 Kilo aussehen, auch wenn vielleicht das einige Pfündchen mehr drinne ist. Ihr Lieben, cooles Teil, oder? Also mir gefällt er. So, dann stellen wir den mal. Seht ihr ihn noch, wenn ich ihn dahin stelle, Jörger? Also super. Dann kommen wir mal zu diesem Prachtstück. Das Gizzo Traveler. Huppala, hier sind aber ordentlich Fussel. Ihr Lieben, Gizzo Traveler. Also Gizzo ist ja erstmal, glaube ich, so das Nonplusultra der Rolls-Royce, der Mercedes, der Audi, der BMW, je nachdem der Lexus, je nachdem, was euch so gefällt bei Stativen. Ist auf jeden Fall eine High-End-Marke. Viele behaupten ja, dass Benros, Sunway Photo, Sirui, Faisal, wie sie alle heißen, Leo Photo ganz vorne dabei, Gizzo immer wieder kopieren. Ich weiß es tatsächlich nicht, mir ist es auch egal, wer hier von wem kopiert. Aber eins weiß ich, seit ich mich mit Stativen beschäftige, und das sind mal satte 20 Jahre, läuft mir Gizzo immer wieder über den Weg. Und dieses Stativ ist sehr, sehr handlich, wie ihr ja jetzt seht. Es ist nicht schwer, die Daten, die schreibe ich euch alle unten rein, Gewicht, Länge, Höhe und so weiter. Es ist eines der klassischen Traveler-Stative oder Reverse-Folded, die nach die Beine quasi nach oben geklappt werden und die eine Mittelsäule haben. Es wird jede Menge Zubehör mitgeliefert, auch das berichte ich euch nochmal in einem anderen Beitrag. Heute geht es erstmal um die erste Vorstellung, bevor, ihr seht, Schildchen sind noch dran, bevor ich es jetzt richtig intensiv nutzen werde. Das Gizzo Traveler hat sehr stabile Beine und ist damit von vielen Reisenstativen schon mal zu unterscheiden. Das ist kein Mini-Stativ, das seht ihr auch am Durchmesser, sondern es ist ein echtes, funktionales Outdoor-Stativ, mit einem sehr, sehr stabilen, verarbeiteten Material, Carbon in dem Fall. Und es hat sehr, sehr gute Verschlüsse, diese Twist- oder Drehverschlüsse, die ihr hier aufschrauben könnt und die dann alle mit einem Handgriff, habt ihr gesehen, alle entsprechend offen sind. Die Beine selbst, es sind Spikes dafür verfügbar, es sind auch Rockclaws dafür verfügbar. Hier unten ist ein Gummifuß mit einer 3/8-Bohrung an allen drei Stativenden verbaut. Das ist sehr, sehr solide. Es ist aufgebaut, ich schreibe euch die Maße nachher nochmal rein, selbst für mich als 1,90 Meter Kerl groß genug, dass ich halbwegs gerade durch die Kamera schauen kann und die Mittelsäule gar nicht mal so arg weit ausziehen muss. Ja, ihr Lieben, es ist wie gesagt ein Reverse Folded, das heißt, ich klappe die Beine um die Mittelsäule drumherum. Wenn ich es nutzen möchte, muss ich die Beine erst so ausklappen und dann die Mittelsäule logischerweise wieder einziehen. Das heißt, beim Aufbau brauche ich einen kleinen Moment mehr, als es nur auseinanderzuziehen. Wenn das Packmaß so nicht stört, kann ich es natürlich auch am Rucksack, on location, im Urlaub, im Kofferraum, wie auch immer, natürlich so transportieren. Muss nicht jedes Mal die Beine rumklappen. Aber ich kann es eben tun, wenn ich hier kleines, kurzes Packmaß haben will. Der Kopf, ja, da kann ich noch nicht sehr viel zu sagen. Den habe ich jetzt, wie gesagt, noch nicht intensiv testen können. Werde ich aber. Er hat auf jeden Fall eine Panoramadrehung. Leider unten, nicht oben. Er hat ja dasselbe Design, Hammerschlag-Metall-Design, wie das Gizzo bekannt ist. Er hat diese ja Panoramadrehung, dass er sich jetzt hier nicht mehr verdreht. Er hat eine Friktion in der Schraube und einen Feststellknopf. Er ist butterweich zu drehen. Er hat eine Aussparung, nicht zwei wie manch andere, eine Aussparung zur Seite. Und er hat eine, ja, Arca Swiss kompatible Wechselplatte, und die ist mir schon sehr, sehr positiv aufgefallen. Denn ihr Lieben, Wechselplatten unterwegs zu wechseln, ohne den Inbus, ohne die passende Münze, ist schon eine schwierige Geschichte. Diese Gizzo Wechselplatte hat einen sehr stabilen Hebel. Auch das zeige ich nochmal in Fotos. Sie hat allerdings auch die Aussparung für die Münze und die Aussparung für einen Inbus. Das heißt, hier sind alle drei Möglichkeiten gegeben. Was sie nicht hat, ist eine Gummierung auf der Platte. Hat einen Vorteil, es gibt nichts nach, es vibriert nichts, aber sie muss schon ziemlich fest angedreht werden. Gerade an so einer Kamera wie der Nikon Z6, Z7, die unten keine Gummierung haben. Hier kommt hartes Metall auf harten Kunststoff. Ich muss also schon gut festziehen, dass es sich nicht verzieht. Die Platte selbst aber durch ihren wirklich sehr, sehr gut funktionierenden Hebel, der sogar hier so eine kleine Nase hat, dass ich mit dem Fingernagel gut an den Hebel komme,
ist tatsächlich die beste Schnellwechselplatte, die ich bisher in meinen Stativtests, und ihr wisst, das waren schon ein paar, hier gesehen habe. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Die ist auch gegen Rausrutschen gesichert. Wenn ich sie hier reinlege, dann kann sie zur Seite nicht rausrutschen, ebenso auch zur anderen Seite, sondern ich muss sie nach oben wegheben, weil hier dieser Sicherungsstift drin ist. Der Drehknopf, der lässt sich sehr gut bedienen und der sitzt auch richtig schön fest. Stabil, solid ist es allemal. Was es wirklich kann, was es im Sand, was es im Salzwasser kann, das werde ich euch noch nach und nach zeigen. Das wird mich jetzt eine Weile begleiten und ich freue mich da sehr drauf. Es ist für mich ein bisschen der beste Kompromiss, den es gibt, aus Packmaß, Kompaktheit, Reisetauglichkeit und dennoch Stabilität. Es steht wirklich wie ein Fels in der Brandung. Es steht wie ein Gizzo. Man sagt ja oft, hast ein Stativ oder ein Gizzo. In dem Fall muss ich sagen, an dem Image und auch an dem Preis, wir reden hier über knappe 1100 Euro für dieses Set, ist schon was dran. Es ist nicht immer nur Marke und Namen, aber es ist sehr, 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 sehr solide und ich freue mich extrem auf die Tests. Wie gesagt, jetzt Mitte Mai geht's für kurze Zeit nur nach Norwegen und nach Dänemark. Ende Juni bin ich 3 Wochen in Dänemark, auch da werde ich es mitnehmen am Meer. Da wird es auch ein bisschen Salzwasser abkriegen. Mal schauen, was es dazu sagt. Ich werde euch darüber berichten. Gizzo Traveler 2, Lowe Pro, Pro Tactic Backpack 450 AW2. Ich hoffe, ich habe es dieses Mal richtig ausgesprochen. Ich werde es euch auf jeden Fall fehlerfrei unter das Video und auch in die beiden Blogpostings reinschreiben. Hier war euer Jörg Langer. Danke, dass ihr erstmal zugeschaut habt. Diese beiden Produkte, die seht ihr noch öfter. Ich freue mich drauf und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich richtig freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Habt Dank und habt einen tollen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.